Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Erstens, ich heiße nicht, oder Alan heißt nicht Raymond Chandler. Zweitens steht in den Manuskriptseiten nichts von der Ermordung eines Bundesagenten. Drittens wird er dafür sterben müssen. Behaupte ich jetzt mal so. Aber er wird auf jeden Fall von mir eine draufkriegen. Zum Aussichtspunkt. Ja. Ich finde wie heißt das? Das Laub, was da runtergefallen ist, hat aber ziemlich hell für diese Nacht ausgesehen. Also. Vielleicht ein kleiner eingebauter Fehler. So. Wollen wir mal den Hinweis suchen. Und dachte, das waren, glaube ich, gerade kleine süße Fledermäuse, ne? Ah, ein paar Blendgranaten. Die werden wir nämlich jetzt wieder brauchen. Kleine naive Besessene. Ups. Eine Brücke. Und Licht. Licht heißt Hoffnung. Und Hoffnung ist gut. Denn die Hoffnung ist das Letzte, was stirbt. Ich habe keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice habe. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Ja, wieso nicht? Pumpgun. In welche Richtung müssen wir? Ich glaube, in die andere Richtung müssen wir, deswegen laufe ich jetzt erstmal hier. Das ich hab's geahnt. Scheiße. Ich musste irgendwie gerade, als ich das gesehen habe, an diesen einen Spruch, der da an dem einen Teil da stand, in Light You Can Hurt Them, weil wir direkt in dem Licht standen auch. Da muss ich richtig dran denken. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice habe. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Okay. Da scheint es auf der einen Seite nichts zu geben. Gehen wir auf diese Seite. Don't you can hurt them. All headshot, eh? Das bringt das echt, diese Teile. Das ist super. Oh nein! Liegen wie ein Schmetterling.
und bald. Boah, was hier alles rumlag. Wir haben jetzt 7 Blendgranaten. 3 Leuchtfackeln. 4 Leuchtpistolen, ey, die können wir mal suchen. Oh, super. Das gibt nämlich wieder Leben. Ja, etwas zu machen. Gibt's da noch was? Nee, ne? Komm, geh her. Wir müssen uns erstmal wieder in Licht heilen. Schönes Lichtbad. Ach, das ist doch ein Job, oder? Nein! Ey, das gibt es doch nicht. Naja, jetzt wissen wir erstmal, wo die wichtig. Das kotzt mich jetzt langsam an. Das muss nicht sein. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Gehen wir jetzt direkt zum Haus und dann weiter. Also wie das hier abgeht, hier kommen alle paar Minuten Zombies. Ich war gerade ein bisschen zu sehr in der Front Dead 2 eingestellt. Deswegen. Ich will das hier benutzen. Ach. Vergiss aber jetzt, dass es sich so langsam beschissen. Es gibt es doch nicht. Es muss doch irgendwas geben, was wir übersehen haben. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice habe. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Vielleicht geht's mit der Pump ganz schneller und besser, wer weiß. Wieso macht er das nicht? So, endlich. Boah, scheiße. Kommen die so schnell wieder her? Aber nicht sie los. Rennen. Einfach nur rennen. Licht anmachen. Rennen. Oh Gott, hat das gerade ein Adrenalinschock. Boah, ein Adrenalinstoß. Alles ausleuchten muss gehen.
weg mit dir. Boah, Licht, Licht ist Rettung. Licht ist immer gut. Boah, jetzt haben wir aber ziemlich viel mit Licht gekämpft. Wir haben schon eine größere Taschenlampe. Das Dunkel bewegte sich dort vorne in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Es ist nicht hinter Alice her. Es ist hinter uns her, weil wir hinter Alice her sind. Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Was labert der? Was? Das ist doch nicht mal... Ach, Scheiße. Wir haben ihn getroffen. Oh nein. Ich befürchte ja nicht. Einfach zur Sicherheit rennen. Egal, einfach weiter rennen. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Ach, Scheiße. Was zum... Der hat uns fast alles Scheiße an Leben genommen. Wake und Casey. Hey, hat Wake noch eine Ex-Freundin oder was? Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben. Damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern, Alex. Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice. Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Achso, Alex Casey ist dieser Held aus seinen Büchern. Und aber er schreibt, also hat er ja keine Schreibblockade mehr, denn hier, wie ihr alle sehen könnt, hier ist sein Manuskript. Da steht viel. Towards Mining Company, aha. 1970, ach ja, ist einige Jahre her. Scheint irgendwas zu sein. Okay, das haben wir ja schon.